Ja, auch ich will der Berichterstatterin danken für diesen prima Bericht und auch der Kommission Glückwünsche aussprechen für ihre Mitteilung. Die Aufforderung ist allerdings jetzt auch konsequent zu sein. Ich war vor 10 Tagen mit einigen Kollegen aus nationalen Parlamenten auf Einladung des European Parliamentary Forum in New York bei der Kommission über den Status der Frau. Es ist interessant, dass Länder, die unsere AKP-Partner sind, in Kontakten in Brüssel und in den jeweiligen Hauptstädten so reden und dann in New York, wenn es darum geht, die Sachen auf globaler Ebene zu verhandeln, völlig anders reden. Deswegen meine Aufforderung an Sie, Herr Kommissar, seien Sie konsequent, weisen Sie Ihre Delegationen an, dass über das Verhalten in New York auch in den jeweiligen Hauptstädten gesprochen wird, denn unsere Frauen- und entwicklungspolitischen Ziele werden in New York oft konterkariert. In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, dass UNIFEM jetzt ein Büro in Brüssel aufmacht. Das wird die Qualität der Debatte zwischen den Vereinten Nationen und der Europäischen Union auf diesem Gebiet sicher heben. Abschließend letzter Punkt. Ich freue mich ausdrücklich, dass Mikrokredite genannt werden als eines der Mittel zum Empowerment, zur Befreiung der Frau. Es gibt zum Teil relativ obskure Einrichtungen. Lambsdorff.